So Leute, weiter geht's mit Resident Evil im Virtual Reality Modus, Leute. Wir haben hier im letzten Part abgespeichert. Genau hier. Und ich denke mal, wir sind jetzt hier wieder gleich beim alten Mann. Alter, ey, mein Herz ist jetzt schon wieder. Alter. Das Telefon klingelt wieder. Erstmal Tür zu. Gut gemacht, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Alter. 13. Mädchen. Ich habe Angst vor dieser Frau am Telefon, Leute. Über die Eingangshalle. Ey, irgendwo ist doch wieder dieser alte Wichser. Aber ich habe auch keine Waffen, ey. Alter, der hat hier ja alles zerfetzt, der Typ. Hier unten kommen wir ja nicht raus, ne? Nee, leider nicht. Hä? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen, Leute. Auf jeden Fall habe ich keinen Bock, wieder diesen alten Mann zu sehen. Einmal durchatmen. Aber hier ist doch überall nichts. Das kann hier nicht benutzt werden, okay? Na toll. Ja, keine Ahnung, was ich da brauche, Leute. Ich habe das Gefühl, dass der alte Mann weg ist. Aber man sollte sich auch nicht zu sicher sein. Es taucht da eigentlich direkt vor der Nase auf. Alter, was war das? Irgendwo hat es doch geklopft. Alter, von wo war dieses Klopfen? Hä? Machen Sie auf! Hey, Sie! Ist da jemand am Fenster? Hey! Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt... Es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet.
Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Okay, der gibt mir jetzt wirklich die Knarre? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Und besser als nichts. Jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Wo ist jetzt hier die Garage, Leute? Hoffentlich kommen wir jetzt da durch das Klebeband durch, aber muss ja klappen eigentlich, ja. Ist der das? Ja. Okay, dann sind wir... Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Ah. Das Stopp. Tor! Alter, wohin? Wir messern den jetzt, Leute. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch... Okay, das juckt den nicht. Ey, ich kann mich nicht mehr bewegen. Doch jetzt. Wo ist der? Wo zum Teufel glaubst du, dass du hinten bist, Junge? Komm, weg hier, fahr! Ob das richtig war? Achso, wir müssen den überfahren. Verpiss dich, Alter! Alter, wie lange überlebt er das? Oh Mist! Beenden wir das! Du und ich! Oh ja! Wollen wir eine Spritztour machen? Nein! Scheiße! Alter! Hilfe! Raus hier! Ich sag mal so, der hat's nicht überlebt. Pistole wo? Da unten. Oha, schnell weg hier. Guck mal, schaut euch den Behinderten an. Oh Junge, schau, was du einfach. Verpiss dich, ey. Boom. Alter. Der steht gleich wieder auf. Ich ahne das schon. Okay, was jetzt? Bist du endlich tot? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich
möchte hier einfach weg. Oh, Alter, ey. Wie kommen wir hier jetzt raus, Leute? Kein blassen Schimmer, ey. Bitte nicht wieder zurück. Es geht zum Glück nicht. Das heißt, es müsste ja irgendwo hier weitergehen. Ich habe doch gerade irgendwas gehört, oder nicht? Das bilde ich mir jetzt auch schon ein. Alles klar, ich weiß immer noch nicht, wo lang. Das ist mal klar. Aber wir haben ja hier nur diesen kleinen Raum. Da kann jetzt ja nicht kein großes Rätsel sein oder so. Kann ich nochmal ins Auto? Nö. Ah, da ist eine Leiter. Ich habe sie die ganze Zeit nicht gesehen. Deine Aufmerksamkeit, Junge. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Alter, wie lange überlebt er denn? Nein, nicht wieder runter. Alter Schwede, ey. Was ist das? Was bringt denn das jetzt hier? Ochsenstatue. Was soll ich damit? Okay, Maschine. Ey, ich muss gucken, ob der da nach unten liegt. Ja, der liegt da noch. Oh nö, nicht wieder hier rein. Ich möchte doch hier raus. Wir kommen hier noch nicht raus, Leute. Soll ich das drücken oder lieber nicht? Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Alter, wo müssen wir denn jetzt lang?
Ah, hier können wir die Ochsenstatue reinsetzen. Okay. Alter. Wir kommen hier einfach nicht raus, Leute. Ja, mach dich die Tür hier, scheißegal. Oh mein Gott, ey. Oh, hier ist schön hell. Oh, Alter, eine Shotgun oder was? Wieso ist die Tür jetzt zugegangen? Verschlossen? What the fuck? Ach so, okay, kann ich noch nicht nehmen. Schade. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Schatten? Das ist einfach nur dieser scheiß Ventilator. Was ist das? Okay. Jäger der Lüfte, das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend aufschaut. Okay. Urpendel, alles klar. Nehmen wir hier mal den Dietrich. Es passt nicht zu diesem Schloss, alles klar, denke ich. Oh nein, nicht schon wieder. Tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Da, danke fürs Gespräch, Zoe. Oh mein Gott, Leute, ey. Puh, was sollte ich machen? Ich habe jetzt so ein Uhrenpendel. Ich denke mal, das kann ich jetzt an diese andere Uhr dran machen. Aber was bringt mir das? Ich gehe mal gucken, ob da was passiert, wenn ich da jetzt das Uhrenpendel dran mache. Wo waren jetzt die Uhr? Ach, ich glaube, ich weiß wieder wo. Oh, was ist da denn? Kraut, okay. Hier, Leute. Weißer Hundekopf. Ja, danke schön. Mal gucken, ob wir den noch brauchen. Weg damit. Können wir hier durch, oder was? Oh ne, das ist ein ganzes Puzzle. Seht ihr das? Da fehlen noch zwei Köpfe. Cerberus oder was? Okay, einen Kopf haben wir. Ja, da haben wir ja noch einiges vor uns. Hier kommen wir nicht durch. Hier haben wir nochmal Kraut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal die Treppen hoch, wa?
Gott, da ist die Oma wieder. Mann, man kommt hier nirgends rein. Noch nicht, auf jeden Fall, Leute. Alter. Also die Oma, die da in der Ecke sitzt, die wird auch noch ihren Auftritt haben. Vielleicht ist das ein Hobby des Vaters, okay. Ja, der Dietrich passt ja nirgends rein. Alter, wie viele Räume. Irgendjemand redet hier doch. Mein Gott, wir brauchen wieder eine Kassette, Leute. Und da ist eine Kassette. Mia. Legen wir die Kassette doch einfach mal ein. Oh nein, ey. Wird hier nichts Gruseliges. Ethan, please watch this. Ja, komme ich jetzt wohl nicht drum rum, mir das anzugucken. Von mir aus kann es losgehen. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh mein Gott, jetzt spiele ich Mia. Oh mein Gott, die kommt. Mach das auf. Hier drüben, Mami. Da steht eine. Weg ist sie. Leute, ich hab so Gänsehaut über meinen ganzen Körper gerade. Wo lang? Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll. Oh nein! Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Geh zurück auf dein Zimmer, sofort! What? Okay, Leute, wir haben verkackt. Da hätte ich schnell wegrennen müssen. Okay, ich dachte, das gehört vielleicht dazu. Dass sie mich jetzt entdeckt oder so. Hui, alter Verwalter, ey. Okay, Leute, wir machen hier im nächsten Part weiter.
Wir wissen ja jetzt, was gleich passiert. Ich werde dann schnell wegrennen und mich dann verstecken. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Part von Resident Evil. Ciao.